Sehr verehrte Vizevorsitzende Frau Liang, sehr verehrte Damen und Herren vom China Council for the Promotion of International Trade, sehr verehrte Gäste aus der Provinz Hubei, sehr verehrter Herr Neuse vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, sehr verehrter Herr Konsul Zhu, sehr verehrte Damen und Herren. Es ist mir eine große Ehre, Sie heute im Namen des Oberbürgermeisters von Rüsselsheim und des Bürgermeister der Städte Raunheim, Kelsterbach und natürlich Rüsselsheim hier zu begrüßen. Ich begrüße Hubei, China-Deutschland Investment- und Handelskongress in Dreiwind. Dreiwind, das ist das Thema, um das es heute geht. Meine Damen und Herren, Dreiwind ist ein wegweisendes Städtebündnis der Städte Rüsselsheim am Main, Raunheim und Kelsterbach. Ziel ist es, durch strategische Zusammenarbeit die drei Städte als Wirtschaftsstandort und Lebensraum zukunftssicher aufzustellen. Gemeinsam sind wir in einem deutsch-chinesischen Städtenetzwerk verknüpft und pflegen schon seit vielen Jahren intensive Kontakte mit China. Meine Damen und Herren, in den vergangenen Jahrzehnten hat sich China in wirtschaftlicher Hinsicht so dynamisch entwickelt wie kein anderes Land. Die deutsch-chinesischen Beziehungen sind mit einem Handelsvolumen von fast 200 Milliarden Euro im Jahr 2018 bereits auf einem sehr hohen Niveau. Für die Zukunft sehen alle hier weitere große Potenziale. Meine Damen und Herren, Deutschland ist mit Abstand Chinas größter europäischer Handelspartner und China war 2018 zum dritten Mal in Folge Deutschlands größter Handelspartner. Der Bestand deutscher Direktinvestitionen in China betrug im Jahr 2017 81 Milliarden Euro. Der Bestand der chinesischen Direktinvestitionen in Deutschland lag 2017 bei 3,3 Milliarden. Meine Damen und Herren, gerade am 7. September, also vor nicht allzu langer Zeit, ist die mittlerweile 12. China-Reise von Bundeskanzlerin Merkel mit einem Besuch in ihrer Provinzhauptstadt Wuhan zu Ende gegangen, wo sie an der renommierten Wuhan University of Science and Technology gesprochen hat. Auch die führenden Politiker Chinas kommen häufig nach Deutschland, um wichtige Themen zu besprechen und das gute Miteinander in unseren Ländern weiter zu vertiefen. Meine Damen und Herren, auf vielen Ebenen gibt es bereits enge und gute Beziehungen zwischen Deutschland und China. Welches Gewicht die deutsch-chinesischen Beziehungen für unsere beiden Länder haben, zeigt sich aber nicht nur am Austausch auf politischer Ebene. Auch zwischen unseren Ländern sind Zeichen von Wirtschaftskonsultation sind hierfür ein Zeichen. Meine Damen und Herren, die wirtschaftliche Leistung Ihres Landes in den letzten 4 Jahrzehnten ist enorm. Gerade vor wenigen Tagen feierten Sie den 70. Jahrestag seit der Gründung der Volksrepublik China. Auch wir in Dreiwind waren geladen, dieses Ereignis gemeinsam mit Generalkonsul Sun Chongbin zu begehen in Frankfurt. Unser Oberbürgermeister Herr Bausch ist dieser Einladung gemeinsam mit unserer Netzwerkmanagerin China, Frau Wanek Bi, gerne gefolgt. Meine Damen und Herren, in Zeiten der Globalisierung sind unsere Volkswirtschaften heute auf das Engste miteinander verbunden. Daher ist es uns hier in Dreiwind auch schon seit vielen Jahren enorm wichtig, gute Beziehungen zu China aufzubauen und zu pflegen. Die Region Frankfurt-Rhein-Main, in deren Herzen unsere drei Städte gelegen sind, ist eine der Regionen mit den meisten chinesischen Unternehmen in Deutschland. Allein über 40 Unternehmen aus der Volksrepublik China
haben sich in den vergangenen Jahren in unseren vergleichsweise kleinen drei Städten niedergelassen. Darüber sind insbesondere auch stellvertretend zwei, deshalb sind auch stellvertretend zwei hier mal genannt, für die wir uns besonders gefreut haben. Es sind die Autohersteller Geely und Chery. Beide Unternehmen haben sich in den vergangenen Jahren für unseren Standort entschieden, bauen hier ein Forschungs- und Entwicklungszentrum auf und bereiten ihren Markteintritt in Europa vor. Auch in ihrer Provinz spielt die Automobilindustrie eine große Rolle und mit Dongfeng in Wuhan haben sie einen großen Player der chinesischen Automobilindustrie zu bieten. Durch die Verbindung zu PSA ist unser Automobilkonzern Opel, dessen Hauptsitz hier in Brüsselsheim befindet, indirekt mit Dongfeng verbunden. Meine Damen und Herren, seit über 150 Jahren trägt der Pioniergeist von Adam Opel die Rüsselsheimer Unternehmenslandschaft. Rüsselsheim hat sich zu einem weltweit führenden Zentrum für automobile Fachkompetenz, Forschungs- und Design-Know-how entwickelt. Hier ist der Hauptsitz und internationales technisches Entwicklungszentrum der Firma Opel. Zudem ist hier auch der Sitz der Hochschule Rhein-Main mit Schwerpunkt Ingenieurwissenschaften. Unter den 16 Lehrschwerpunkten sind Maschinenbau, Elektrotechnik, Mobilität, Fahrzeugentwicklung, Umwelttechnik und weitere Fachrichtungen zu nennen. 35% aller betrieblichen Investitionen und 15% aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Rüsselsheim sind im Bereich Forschung und Entwicklung angesiedelt. Außerdem belegt die Stadt den zweiten Platz bei Direktinvestitionen in der Gruppe der Mittelstädte, also Städte zwischen 50.000 und 200.000 Einwohnern. Da ist es mir heute eine besondere Freude, Sie als Vertreter der Provinz Hubei hier zu empfangen. Regelmäßig empfangen wir Delegationen aus China. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht immer ist es eine so hochrangige und große Delegation wie ihr. Deshalb freuen wir uns da besonders. Und Sie, Frau Liang, haben heute neben zahlreichen offiziellen Vertretern auch hochrangige Repräsentanten von wichtigen Unternehmen aus Ihrer Provinz zu uns gebracht und dafür möchte ich mich persönlich bei Ihnen herzlich bedanken. Meine Damen und Herren, wie wichtig ist es, miteinander ins Gespräch zu kommen, zeigt sich auch darin, dass heute der Austausch zwischen Vertretern unserer hier ansässigen Unternehmen mit den Vertretern Ihrer Unternehmen einen besonders hohen Stellenwert hat. Darüber freue ich mich und möchte Sie, liebe Gäste, ermuntern, von diesem Angebot reden Gebrauch zu machen. Meine Damen und Herren, grenzüberschreitende Beziehungen werden von den einzelnen Menschen geprägt, die sie gestalten. Es freut mich außerordentlich, dass wir Ihnen hierfür heute eine Plattform geben können, damit Menschen aus Ihrer Provinz, Hubei, mit Vertretern hiesiger Unternehmen ins Gespräch kommen. Meine Damen und Herren, ich habe es heute Morgen kurz angesprochen, erlauben Sie mir diese kleine persönliche Ergänzung, die vielleicht auch ein bisschen deutlich macht, wie wichtig die persönlichen Kontakte sind. Ich habe heute Morgen von meinem Nachbarn erzählt, Herr Ping, mein Nachbar ist ein Chinese, unsere Gärten grenzen aneinander. Wir blicken über den Zaun in die jeweiligen anderen Gärten und ich habe es Ihnen gesagt, ich muss zugestehen, Herr Ping ist ein etwas ordentlicherer Gärtner als ich. Er ist auch etwas moderner als ich, er hat einen Automaten, einen Roboter, der seinen Rasen weht. Wir vergleichen immer unsere Gärten. Wir schauen über den Zaun. Wir bewundern oder vielleicht auch sehen etwas kritisch unsere jeweilige Gestaltung des anderen Gartens. Da unterscheiden wir uns ein bisschen. Wir haben beide aber das Hobby, gemeinsam gerne zu grillen.
Warum erzähle ich Ihnen das? Ich glaube, dass es diese kleinen Dinge sind, die wichtig sind. Sich austauschen und sich zu vergleichen. Unterschiede und Gemeinsamkeiten festzustellen. Aber eins ist mir ganz wichtig und das ist mir auch mit Herrn Ping ganz wichtig. Entscheidend ist eine gute Nachbarschaft. Das ist wichtig. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen sich neben dieser kleinen Geschichte zum Ende noch ein Zitat von Konfuzius nennen. Wenn Freunde aus der Ferne kommen, ist das nicht eine Freude? Ja, ich glaube, es ist eine Freude. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne wünsche ich uns viele neue Freunde, gute Gespräche und der Veranstaltung heute wünsche ich insgesamt vielen Erfolg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.